Yo, hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ihr könnt es vielleicht schon erkennen, was ich hier spiele. Und zwar ist das nicht Pokémon, sondern es ist Minecraft Pixelmon. Und hier vor mir läuft gerade ein Raupi durch die Gegend. Da hinten haben wir einen Milktank, da kommt ein Vulpix aus dem Wald gelaufen. Und ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viele. Ein Hornli haben wir ja auch noch. Es gibt sehr, sehr viele Pokémon, die in das Spiel eingefügt worden sind. Jetzt fragt ihr euch auch noch, links hast du auch noch eine Leiste. Da sind ja auch noch diverse Pokémon drin. Zum Beispiel mein Turtok, das ich hier habe. Ich werf's mal da hinten hin, dann kommt es schon angelaufen. Das ist meins. Und so soll das auch sein. So, willst du nicht haben? Willst nicht essen? Schmeckt dir nicht? Gut, dann kriegst du das auch nicht. Ja, das hier ist mein Turtok. Level 36, ich habe also schon ein bisschen hier rumexperimentiert. Ich kann es mal zurückholen. Am Anfang kann man auswählen, wenn man ins Spiel startet, hat man ein Menü, da kann man auswählen, welches Pokémon man als Start-Pokémon nehmen wollte. Wie gesagt, es gibt derzeit 77 Pokémon in dieser Version, die dann in unterschiedlichen Biomen auch auftauchen. Im Wasser sind Wasser-Pokémon, wer hätte es gedacht, da hinten zum Beispiel schwimmt da eins, dessen Namen mir gerade entfallen ist, da hinten ein Carpador unterwegs. Carpador hatte ich übrigens auch, ist aber schon weiterentwickelt zu Gyarados. Und ich kann hier eigentlich normalerweise durch meine Pokémon durchswitchen, nachdem ich das hier eingestellt habe unter Steuerung. Ganz runterscrollen. Seht ihr, auf P kann ich mein Pokémon rufen. Dann gibt es nächstes Pokémon, vorheriges Pokémon. Nächstes einfach mal auf Numpad 8, vorheriges auf Numpad 2 habe ich das gelegt. Und dann kann ich drüben in dieser Leiste andere Pokémon auswählen. Und auf P kann ich es dann rufen. Und so ein Gyarados macht dann doch schon einiges her, wenn es da unten im Wasser rumschwimmt. Ja, die haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben bei der Modellierung der Pokémon. Ich werde euch heute nicht alle zeigen können. Vielleicht können wir später mal im Pokédex reingucken, was ich denn schon so alles entdeckt habe an Pokémon. Ich dachte mir, zuerst mache ich so ein bisschen Pokémon-Snap-mäßig Aufnahmen verschiedener Pokémon. Aber ich habe bis jetzt auch noch nicht alle gefunden. Und deswegen mache ich das einfach mal so. Ich habe hier noch einen. Nee, na ey. Gyarados kommt wieder zurück. Wo habe ich es denn hier? Mein Arbok. Das war auch ein relativ cooles Pokémon. Also auch vom Modell her. Ihr seht, die rote Leiste ist die Lebensanzeige, die blaue Leiste sind die EP-Punkte, die sie zum Kämpfen brauchen, die Pokémon. Es gibt nämlich auch ein Kampfsystem, das werde ich euch gleich auch mal zeigen. Aber erstmal kommen wir zu den wichtigen Sachen. Und zwar benötigen wir natürlich, wie hier drinne, das sind Sonderbonbons, aber auch Pokébälle. Und wie man die craftet, zeige ich euch jetzt. Dazu gehen wir mal in mein gebautes Pokésender. Falls euch interessiert, ich habe die Map auch als Download in der Beschreibung. Und als allererstes kann man sich einen Computer craften, indem man dann die Pokémon, die man bis jetzt gefangen hat, reinsetzen kann, sie austauschen kann gegen die, die man gerade dabei hat. Ja. Ähnlich wie das halt bei Pokémon so ist, ne? Ich habe hier noch too many Items offen, Entschuldigung. Dann habe ich hier mein Gyarados, das kann ich einmal ablegen. Oder mein Turtok kann ich ablegen. Ja, und da könnt ihr euch dann die Pokémon rausholen. Was habe ich denn hier? Oh, hier so ein Vulpix könnte man mal mitnehmen. Und ein Relaxo. Wir können ja mal das Relaxo kurz rausholen. Ich weiß, das ist heute mal eine etwas andere Mod-Vorstellung, in der ich nur ein bisschen was zeige, denn der Mod ist zwar nicht so umfangreich, was das Spielgeschehen angeht. Ich werde euch das jetzt nochmal demonstrieren mit meinem Turtok. Hier, und zwar ist da hinten, habe ich doch ein kleines Taubsi gesehen. Und das werden wir jetzt mal angreifen. Und zwar muss ich es anvisieren, wenn es nicht unbedingt im Boden rumbackt. Und dann mit meinem Pokémon abwerfen, damit ich in den Kampfmodus gesetzt werde. Das ist bei manchen Pokémon echt extrem schwierig. Komm schon, bleib mal stehen. So, jetzt. Und wenn man es richtig macht, gehen die in den Kampfmodus. Oh, da haben wir einen Ranzratte. Das wollen wir doch mal angreifen. Ratzfatz. So, wenn man es richtig trifft, das Viech, dann gehen die auch in den Kampfmodus. Ach, komm schon, bleib stehen. Es flüchtet gerade vor uns. Aber ich werde es doch mal treffen jetzt. Komm schon. Werd gerade ein bisschen sauer. Och, komm. Ihr seht, das ist gar nicht so einfach, die zu treffen. Gut, egal. Machen wir uns wieder zurück ins Pokesender, denn dann zeige ich euch erstmal die wichtigen Sachen. Komm schon, das treffe ich jetzt.
Jetzt bin ich im Kampfmodus. So, ihr seht, ich bin im Kampfmodus mit meinem Turtok gegen ein, wundert euch nicht, das sind die englischen Namen der Pokémon, gegen ein Taubsi. Und ich kann jetzt hier unten meine Attacken auswählen. Auch EP-Punkte gibt es, also die EP-Punkte, die man braucht, um die Angriffe auszuführen, habe ich zum Beispiel für Tackle 30 von 35, aber das müssten One-Hit sein. Jo, und da geht das Taubsi down. Turtok erhält 48 Erfahrungspunkte. Oh ne, es lebt noch. Ich könnte jetzt einen Pokéball werfen. Aber ich hole es mal wieder zurück. Ach, es ist nur komplett down von den Lebenspunkten. Ich könnte es jetzt einfangen noch, theoretisch, aber das mache ich nicht. Wir gehen zurück. So in etwa spielt sich das. Jetzt gibt es halt noch ein paar Sachen. Zum Beispiel gibt es ja in Pokémon ein Pokédex, mit dem man dann verschiedene Pokémon sehen kann. Den baut ihr ganz einfach mit Eisen, roter Rose, Blütenstaub, Dingensbummens, eine Redstone-Lampe, Redstone und dann kriegt ihr ein Pokédex. Und der Poké-Checker ist auch ganz wichtig. Den baut ihr mit Eisen und Glas. Und ich zeige euch, was der Poké-Checker mal macht. Das ist nämlich relativ wichtig. Hier habe ich meinen Tutok mit Rechtsklick. Hole ich das Fleisch aus ihm raus. Hallo? Normalerweise kann ich ihn anklicken und überprüfen. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht funktioniert. Wir holen mal zurück und tun mein anderes Pokémon überprüfen. Und zwar Vulpix. Und es funktioniert nicht. Warum auch immer. Okay, scheinbar war es gerade verbuggt. Ich habe mal ganz kurz neu gestartet. Wenn ich jetzt mein Vulpix, jetzt bleibt doch mal stehen, anklick, dann seht ihr die Sachen, die er hat. Und zwar hat er 23 von 1657 Erfahrungspunkte derzeit. Er ist vom Typ Feuer, hat so und so viele Lebenspunkte, Attack, Defense, die spezifischen Werte. Und diese Angriffe kann er derzeit. Und dann kann ich noch hier unten, kann ich ihnen einen anderen Namen geben. Zum Beispiel, das ist jetzt die Lilly. Umbenennen. Und dann erscheint Lilly von Down for Life. Und Lilly kann mir auch folgen. Komm mit. Ja, ähnlich wie Hunde. Und ich kann ihn wieder zurück in den Pokéball holen. Ja, was ist noch wichtig? Der Pokédex natürlich. Da drinnen sieht man schon mal, was die so sich vorgenommen haben. 649 Pokémon anscheinend. Hier haben wir ein paar, die kenne ich nicht. Ich bin ja eher so in dem oberen Bereich hier bewandert. Also Bisasam, Glumanda, Shiggy und sowas. Also hier diese ganzen Standard-Pokémon. Die, wo noch kein Modell haben, ist das hier. Die, wo schon modelliert sind und schon im Spiel drin sind, die seht ihr dann auch halt hier oben in dem Fenster eine 3D-Ansicht. Da ist Pikachu. Raichu ist noch nicht so weit. Ja, viele, die noch nicht bereit sind. Vulpix habe ich ja gerade gezeigt. Der kann sich auch noch entwickeln. Pummeluff scheint auch irgendwo rumzurennen. Ja, ich kenne mich noch relativ gut aus mit Pokémon. Hab das ja auch gesuchtet wie sonst irgendwas, als ich klein war. Hier haben wir Enton und die Weiterentwicklung gibt es noch nicht. Monkey, den gibt es schon. Also ihr seht, ganz viele Pokémon sind schon im Spiel drinne. Ich habe auch gesehen, zufälligerweise Mewtwo ist nicht, aber Mew ist mit im Spiel. Leider kein Dragonier, obwohl das ja das coolste Pokémon überhaupt ist. Aber wie gesagt, der Mod-Entwickler arbeitet ja derzeit noch dran. So viel zu dem Thema Pokémon. Es gibt insgesamt 77, nochmal zur Wiederholung. Hier haben wir ein paar Items, die wir zum Grundaufbau brauchen, weil jetzt kommen wir dazu, wir müssen natürlich Pokébälle herstellen. Die hier drüben sind zwar schon eingefügt, aber ich habe noch keine besondere Verwendung dafür gefunden. Es gibt Steine, die man rausbrechen kann, weil man kann Pokémon halt auch mit Steinen weiterentwickeln. Ja, je nachdem, welches das halt braucht, da bin ich jetzt noch nicht so durchgestiegen, weil das ist doch schon ein bisschen länger her. Dann könnt ihr Tränke herstellen, mit denen könnt ihr eure Pokémon heilen, wenn ihr unterwegs seid. Ihr könnt eure Pokémon aber zusätzlich auch an solchen Heilstationen, die man sie aus den Pokésendern kennt. Das hier ist übrigens Pokésender. Download-Link der Map unten in der Beschreibung. Wenn ihr mir einen Daumen gebt, bin ich auch zufrieden dafür, wenn ihr das schon runterladen könnt. Ja, dann kann ich hier meine Pokémon hochheilen oder ich kann mir halt für unterwegs Tränke herstellen, das geht ganz einfach mit einer Flasche, Milch und Weizen. Dann noch Sonderbonbons. Mit Sonderbonbons könnt ihr euer Pokémon direkt weiterentwickeln auf die nächste Stufe. Ist relativ wichtig, weil irgendwann wird es ein bisschen lästig, immer Pokémon anzugreifen. Ihr habt gesehen, wie schwer man die abwerfen kann. Goldener Apfel, Zucker und Glowstone reichen da. So, aus Kohle müsst ihr Kohlendust herstellen, um. Und jetzt kommen wir zu den Sachen. Und zwar den Healer baut ihr mit Eisen, normaler Stein und Diamant. Den PC, einfach nur ein Dirtblock, ist ein bisschen komisch, aber
Naja, ist halt noch, wie gesagt, in der Entwicklungsphase dieser Mod und vielleicht ist das nur ein Platzhalterrezept, damit man halt diese Computer hier herstellen kann. Und ein Pokéball mit rotem Farbstoff, Kohle Dust, deswegen müssten wir den Kohle umwandeln, einen Knopf in die Mitte und Eisenbahn unten. Dann gibt es natürlich noch verbesserte Versionen der Pokébälle, ein Great Ball, Ultra Ball und Master Ball. Master Ball fängt die Pokémon, egal welchen Level, sofort ein, braucht aber Obsidian, violetter Farbstoff und Eisenbarren, beziehungsweise hier Goldbarren und Lapis für die etwas niedrigeren Versionen. Ja, und das war es eigentlich schon von den Items und eigentlich auch schon von dem Mod an sich. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Pokémon zu entdecken. Ihr könnt auch irgendwie euch ein Dings anlegen, einen Garten, in dem ihr dann verschiedene Pokémon reinsetzt. So, gehen wir mal meine Pokémon durch, die ich jetzt hier mit dabei habe. Könnt ihr auch alle gleichzeitig rausholen und mit eurer Pokémon-Armee ein bisschen angeben. Der ganze Mod funktioniert auch auf Servern mit dem Forge-Plugin. Ist da alles möglich. Da könnt ihr dann gegen Freunde oder Kumpels Pokékämpfe machen. Ich gebe diesem Mod eine 10 von 10, wenn er sich noch weiterentwickelt, also 10 von 10 Diamanten, wenn er sich noch weiterentwickelt, kann das noch sehr, sehr spannend werden. Ein bisschen verbuggt, na gut, müsste wieder einen Abzug von einem Punkt geben, aber ich finde, dass die Arbeit, die in den Models steckt und die Arbeit, die in diesen Mod jetzt schon reingesteckt worden ist, so hervorragend ist, dass man ihm einfach 10 von 10 Punkten geben muss. Und ich denke, das Mod-Team wird das Ganze auch noch verfeinern und verbessern. Nochmal für zur Erinnerung, unten in der Beschreibung findet ihr den Download-Link für diese Map und halt auch den Speicherstand mit den Pokémon, die ich derzeit besitze. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich wollte nur noch meine Pokémon einsammeln und dann bin ich auch schon hier raus. Ciao Leute und bis zur nächsten Mod-Vorstellung.